Liebe Gemeinde, liebe Besucher unserer Website, da wegen der Corona-Krise auch in unserer Kirchengemeinde derzeit keine Gottesdienste in der gewohnten Form stattfinden, bieten wir Ihnen heute zum ersten Mal einen Gottesdienst via Internet an. Wir hoffen und beten, dass Gott Sie auch durch diese ungewohnte Form erreicht und Sie durch sein Wort und Gebet gesegnet und ermutigt werden. Ich möchte heute mit Ihnen über den Psalm 46 nachdenken. Ich lese Ihnen zu Beginn einige Verse daraus vor. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern. Ich will mich erheben auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Liebe Gemeinde, liebe Besucher unserer Website, wir wissen nicht, was zur Zeit des sogenannten Alten Testaments der konkrete Anlass für diesen Psalm war. Vielleicht war es die Erfahrung, dass Gott sein Volk von der Bedrohung durch Feinde errettet hatte. Vielleicht wurde der Psalm wieder jährlich immer wieder zitiert, um allen Israeliten und besonders dem König vor Augen zu führen, dass sie vom Schutz und Segen Gottes abhängig waren und darin auch geborgen. Durch die Jahrtausende hindurch haben sich Menschen immer wieder in den Worten der Psalmen wiedergefunden. Und so ging es auch mir, als ich vor einigen Tagen diesen Psalm 46 einmal wieder gelesen habe. Es sind ja tatsächlich große Nöte, die uns getroffen haben. Die wenigsten von uns werden wahrscheinlich schon einen direkten Kontakt zum Coronavirus gehabt haben. Manche von uns kennen vielleicht jemanden, der in Quarantäne war. Alle von uns aber spüren mehr oder weniger die Einschränkungen, die der Kampf gegen das Virus mit sich bringt. Und viele werden auch innerlich bedrängt sein von Unsicherheit, Furcht und Angst. Der Psalm drückt mit seinen Bildern gut aus, wie es vielen Menschen zurzeit geht. Mir gefällt besonders und mir tut besonders gut, dass gleich zu Beginn betont wird, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Oder auch Zuflucht und Stärke, wie es in einer anderen Übersetzung heißt. Zuflucht, Zuversicht und Stärke. Das ist genau das, was ich in dieser Zeit brauche. Dazu hilft, dem Aufruf in Vers 11 zu folgen. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Das bedeutet für mich, komm zur Ruhe. Versuche deine vielen Gedanken, deine unruhigen Gedanken zur Ruhe zu bringen, indem du dich ganz bewusst auf Gott ausrichtest. Mir persönlich gelingt das immer wieder, wenn ich in der Bibel lese oder in den Losungen täglich oder wenn ich christliche Lieder singe oder spiele. Ich möchte Sie ermutigen, diese Möglichkeiten für sich auszuprobieren, neu zu entdecken oder einfach weiterhin zu praktizieren. Und noch eine Möglichkeit fällt mir ein. Ein Blick auf und in die Natur, in die erwachende Natur jetzt im Frühling. Ich komme dabei ins Staunen und mein Blick wird auf Gott, den Schöpfer, gelenkt. Im Psalm 46 kommt ein Satz zweimal vor, nämlich: Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Das ist eine wunderbare Zusage. Zweimal kommt sie vor, damit sie auch wirklich niemand vergisst. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Das heißt nicht, dass wir die gebotenen Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen nicht beachten sollten. Natürlich ist es gut,
sinnvoll und ein Zeichen von Nächstenliebe und Solidarität, die bekannten Hinweise zu befolgen. Darüber hinaus aber dürfen wir uns aufgrund dieser Zusage bewusst in Gottes Hände legen. Wir dürfen uns ihm anvertrauen und darauf vertrauen, dass wir mit unserem ganzen Leben, mit Seele und Körper bei ihm geborgen sind. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Amen. Wir wollen beten. Gott, himmlischer Vater, du hast die ganze Welt in deiner Hand. Wir kommen zu dir mit unseren Anliegen, auch angesichts der Corona-Krise. Wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen in Regierungen, Parlamenten und Verwaltungen. Gib ihnen Kraft, Weisheit und Besonnenheit für alle Entscheidungen zum Wohl aller Menschen. Stärke und schütze Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger in ihrem Dienst für die Infizierten und für alle Kranken. Hilf Wissenschaftlern und Forschern, einen Impfstoff und Medikamente gegen diesen Virus zu entwickeln. Lass alle, die in den verschiedenen Medien die Öffentlichkeit informieren, dies gewissenhaft und objektiv tun. Wir bitten dich um deine heilende Kraft für alle unsere Kranken, Heilung für Körper und Seele. Und wir bitten dich um deinen Trost für die Angehörigen der Verstorbenen. Hilf uns allen, den Blick auf Jesus Christus zu richten. Uns und alle, die zu uns gehören und die wir lieben, vertrauen wir dir an und beten mit den Worten deines Sohnes: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wir beenden unseren Internetgottesdienst mit dem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Thank you.